Familie muss nicht immer bedeuten, dass man blutsverwandt ist. Ich würde sagen, Familie ist da, wo man geliebt wird. Und Liebe, die gibt's bei Edith und ihrem Ehemann Gottlieb mehr als genug. Die beiden vermissen einen für sie ganz besonderen Menschen. Ich bin heute in Baden-Württemberg unterwegs, auf dem Weg zu Edith und Gottlieb. Die beiden sind schon fast 90 Jahre alt und haben ganz, ganz große Sehnsucht nach ihrer griechischen Pflegetochter Liza, die 1977 plötzlich aus ihrem Leben verschwand. Beide haben keine Ahnung, dass ich sie gleich besuchen werde. Und vor allem wissen sie nicht, dass es heute noch eine große Überraschung geben wird. Kirchberg an der Murr, zwischen Heilbronn und Stuttgart gelegen. Hier leben Edith und Gottlieb seit über 65 Jahren verheiratet und immer noch glücklich wie am ersten Tag. Von ihrem ältesten Sohn habe ich von ihrem großen Wunsch erfahren. So, hoffentlich sind die jetzt da. Müsste aber eigentlich so sein. Eigentlich müsste jetzt alles glatt gehen, doch aufgeregt bin ich trotzdem. So. Ach, hallo. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Ich bin die Julia. Ach Gott, kennst du mich? Oh. Ja. Hallo. Ja, ich wollte euch überraschen. Komm mal, neue darf er gern rein. Ist die Edith auch da? Ja, die ist oben. Hallo, komm mal noch rauf, da ist ein bisschen kühler. Das ist ein bisschen kühler. Darf ich du sagen, Julia? Ja, natürlich. Hä? Hast du es jetzt schon gesehen? Da? Hallo. Ich habe nicht, dass Na? Ihr zu uns einmal kommt. Oh, das wollen wir. In der Wärme, gell? Ja. Jetzt kommt noch rein. Ja, ich habe Blümchen mitgebracht. Blümchen. Oh, sag mal ein bisschen. Komm, müsst aufpassen, wir haben lauter Stufen. Ich passe auf. Ist der Gertze da? Nee. Alles gut. Nee, der Gottlieb ist da. Sucht. Viel Aufregung gerade, aber alles gut, glaube ich. Jetzt habe ich euch ganz schön hier überfallen. Hä? Nee, gar alles nicht gut. Gut. Ein Kielspudel oder ein Kaffee? Das Mädchen haben wir schon so oft gesehen. Gell? Oh, so lieb, ja. Na, wir auch denken, Mensch, können wir sie auch noch mal. Geil. Und jetzt schon bin ich bei euch, ja, weil ich von euch so viel gehört habe. Ja. Ich glaube, das hat schon mal gut geklappt. Dann setzen wir uns zusammen. Ja. Gell? Edith, ich würde gern wissen, ihr seid ja auf der Suche nach der Liza, ja, nach eurer Pflegetochter. Mhm. Kannst du mir mal erklären, warum dir das so ein Anliegen ist? Ja, eine richtig, richtig Sehnsucht. Ich habe gesagt, wie ist denn, dass man weiß, wie es ihr geht, ob sie noch lebt. Und ich darf einfach nicht dran denken, dann ist aus. Oh. Wie war denn das für dich, Gottlieb? Denkst du noch oft an sie? Oft, sehr oft. Das ist fast täglich, dass man irgendwann mal mit einem Gedanken dabei ist und sagt, oh, wie wird es ihr gehen? Nicht? Lizas Eltern Petrus und Julia kamen in den 60er Jahren als griechische Gastarbeiter nach Baden-Württemberg. Weil beide sehr viel arbeiten müssen, bringen sie ihre kleine Tochter Liza, die gerade laufen kann, zu ihren Nachbarn Edith und Gottlieb. Dort verbringt sie wundervolle Tage und abends holen sie die Eltern immer wieder ab. Dann war das unser Töchterle, unser ja. Kind. Und ach, wir haben das Kind so arg mega. Die war so ein liebes, einschmiegsames Kind. Und wenn ihre Eltern morgens gekommen sind, zum die Liza holen, dann hat sie sich unter der Eckbank in der Küche versteckt. Die wollte nicht mit. Und dann ich habe geweint, die Liza hat geweint, ihr Mama hat geweint, weil sie nicht mitgewollt hat. Ja, ja. War für alle schwierig. Ja. Ne? Die Eltern mussten ja arbeiten, ja. Die haben das ja nicht aus böser Absicht gemacht. Nee, und die hat liebe Eltern. Liebe Eltern. Sehr liebe Eltern. Ja. Liza verbringt 10 glückliche Jahre bei Edith und Gottlieb.
Als sie 1977 aus einem Griechenlandurlaub mit den Eltern nicht mehr zurückkehrt, erfährt Gottlieb, dass Liza fortan in Griechenland bei einer Tante leben soll. Ein großer Schock für die liebevollen Pflegeeltern. Wie war denn das für euch? Furchtbar. Ach, furchtbar. Wo der Opa heimgekommen ist und sagt, du, außer Liza, komm nicht mehr. Ich hab nichts mehr zu essen, braucht ein paar Tage nicht und nicht mehr schlafen können. Wenn sie wenigstens ich gewusst hätte, dass sie nicht mehr kommt und man hätte sich verabschieden können, dann wäre es ein bisschen milder gewesen, aber gar nicht. Das muss ja für euch beide eine furchtbar ganz schlimme Zeit gewesen sein. Ja, ja. Wir haben Enkel, wir haben Urenkel. Aber die hat halt auch zu uns gehört. Das ist wie eine Tochter. Ja, ist doch kein fremdes Mädchen gewesen. Und gerade das. Ich bin heute hergekommen, weil ich euch was ganz Wichtiges sagen muss. Ja. Wir haben nach eurer Liza gesucht. Oh. Was? Darf nicht wahr sein. Wir haben nach ihr gesucht. Wir haben ganz viel unternommen und dazu möchte ich euch jetzt gern was zeigen. Mhm. Ja, oh. Wir gucken mal. Einige Tage zuvor starte ich die Suche gemeinsam mit Tim aus meinem Team. Edith und Gottlieb hatten noch 10 Jahre Briefkontakt zu Liza. Dann bricht der plötzlich ab. Mit der alten Adresse, an die die Briefe gesendet wurden, habe ich schon etwas herausfinden können. Ich habe aber herausgefunden, dass es zu dieser Adresse eine Nachsendeadresse gibt. Schau mal. Ah, ja. Und zwar in Stavros. Das ist, wo liegt das? Ungefähr 1,5 Stunden entfernt von Thessaloniki. Okay. Ich konnte bisher nicht rausbekommen, ob Liza dort vielleicht noch lebt oder irgendjemand von ihrer Familie. Deswegen würde ich dich bitten, dahin zu fliegen und vor Ort zu recherchieren. Ich habe hier ein Foto von Liza. Guck mal. Das ist von 1983, also schon älter. Aber ich denke trotzdem, dass dir das dort bei der Recherche weiterhelfen wird. Gut, dann mache ich mich auf den Weg und halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Am nächsten Tag. Tim reist nach Griechenland. Gemeinsam mit Dolmetscherin Maria macht er sich auf den Weg nach Stavros. Der kleine Badeort, direkt am Meer gelegen, hat etwa 3.500 Einwohner, zu denen in den Sommermonaten viele Tausend hinzukommen. Hier befindet sich die Meldeadresse von Liza, die aus dem Nachsendeauftrag hervorging. Ob sie aber immer noch hier oder in der Nähe lebt, konnten wir von Deutschland aus nicht recherchieren. Vielleicht wissen wir gleich mehr. Bist du da vorne? Okay, ich glaube, wir sind auch gerade in der Straße drin. Ja. Die Straße ist recht lang und durchzieht Stavros fast einmal komplett. Hier vorne muss es irgendwo sein, Maria. Guck mal, das ist die 40. Da muss es das Haus daneben sein. Genau. Mit ein bisschen Glück haben wir sie jetzt. Kalimera. Kalimera. Hier ist die 44, das muss die 42 sein. Aber das sieht nicht so aus, es wird schon lange hier stehen. Ah, da kommt schon jemand raus. Guten Tag, Entschuldigung. Kalimera. Ich bin auf der Suche nach Liza Domtsu. Welche Frau? Liza Domtsu, Emenedopaya. Nein, das ist unser Haus. Hier hat noch nie jemand anderes gewohnt, schon seit 100 Jahren. Entschuldigen Sie, ich habe nichts Böses im Sinn. Wir suchen Sie. Na, ja, besonders freundlich ist die nicht. Nee. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht fragen wir mal den Nachbarn? Ja. Kalimera. Kalimera. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach einer Familie Domtsu, Liza Domtsu. Die soll in der 42 gelebt haben. Wissen wir nicht. Da müssen Sie woanders fragen. Sagt Ihnen gar nichts? Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Ich weiß aber leider nichts. Vielen Dank. Eftaristo. Tja, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Tim und Maria versuchen es weiter in der unmittelbaren Nachbarschaft. Hi, hallo.
Yassas. Ich suche Liza Domzu. Domzu? Domzu. Sie soll hier in der Straße gelebt haben. Ich kenne diesen Namen nicht. Trotzdem vielen Dank. Gern geschehen. Efgaristo. Bitte. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach einer Liza Domzu. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht von hier. Okay, vielen Dank. Efgaristo. Tim und Maria hören sich weiter um. Niemand hier kennt die Familie Domzu. In Griechenland gibt es mehr als 20 Orte mit dem Namen Stavros. Sind Tim und Maria vielleicht im falschen Stavros? Aber die Postleitzahl führte doch genau hierhin. Liza Domzu. Einen Augenblick bitte. Liza Domzu. Sie kam aus Deutschland und hat in Deutschland lange gelebt. Und wir suchen sie. Sie soll hier irgendwo in Stavros gelebt haben. Ich kenne eine Familie Domzu noch von früher. Das ist aber schon viele Jahre her. Das könnte aber deren Tochter sein. Ihre Eltern hießen Julia und Petros. Kann das sein? Ja, dann ist sie das auf jeden Fall. Du kennst sie und hast du noch Kontakt zu ihr? Ich habe keinen Kontakt. Das ist wirklich eine Ewigkeit her. Und wie kommt's, dass du dich so gut erinnerst? Wir haben uns damals oft über das Leben in Deutschland unterhalten. Ich habe damals beim Mazda gearbeitet. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Du bist in Deutschland geboren? Ja, ja. Ah, du sprichst auch ein bisschen ein Deutsch. Bisschen. Dann können wir ja Deutsch reden, oder nicht, nee. Georgios? Besser Griechisch. Besser Griechisch. Ah, das ist ja super. Also du bist dir sicher, ja? Ja. Ich bin mir sehr sicher. Und wo ist die Familie hingezogen? Hast du noch Kontakt? Oder? Sie ist an den Kerkini-See, in das Dorf Anoporoia, gezogen. Der Gastronom und Nachbar erinnert sich tatsächlich an Liza. Anfang der 90er soll die aber in ein winziges Dorf in den Bergen verzogen sein. Was aus ihren Eltern geworden ist, kann der Mann leider nicht sagen. Aber möglicherweise kann Tim Liza jetzt in diesem kleinen Dorf, das an einem See liegt, finden. Okay, Kerkini-See, sagst du. Vielen, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Gern geschehen. Vielen Dank. Dankeschön. Somit geht der erste Tag der Suche zumindest mit einer neuen Spur zu Ende. Am nächsten Morgen. Tim und Maria machen sich auf den Weg nach Anoporoia. Der Ort liegt am Kerkini-See in einem wunderschönen und weitläufigen Naturschutzgebiet. Weniger als 1000 Einwohner hat das Dorf und so besteht die berechtigte Hoffnung, dass hier jeder jeden kennt. Ist ja ein süßes Dörfchen. Ja, finde ich auch. Dann legen wir mal los. Okay. Guck mal her. Entschuldigung. Ich suche Liza Domzu, eine Frau aus dem Dorf. Sag mir die Geria Liza Domzu. Liza Domzu. Liza Domzu, sagt Ihnen das was? Ja, ich kenne sie sehr gut. Sie kennen sie. Können Sie mir sagen, wo sie wohnt? Ihr Haus ist auf dem Hügel mit dem roten Dach. Genau hier gegenüber die Straße runter. Efcharisto. 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 Okay, das ist der Hügel hier. Rotes Dach. Okay. Rotes Dach? Okay. Hügel. Hallo. Yassas. Entschuldigung, ich suche eine Liza Domzu. Domzu? Ja, die soll da oben irgendwo leben. Ja, es ist das Haus mit dem roten Spitzdach. Können Sie es mir gerade zeigen? Weil hier sind viele rote Dächer. Schauen Sie mal, das mit der Veranda, dem Eisengeländer und dem Spitzdach. Super, vielen, vielen Dank. Efcharisto. Efcharisto. Das mit dem Schirm, mit dem Ball. Das ging ja schneller als gedacht. Wenn jetzt alles glatt geht, kann die Suche ein glückliches Ende nehmen. Schnell ist zumindest das Haus gefunden. Okay. Ist offen.
Hallo? Jassas? Da vorne ist eine Klingel. Scheint aber keiner hier zu sein, oder? Hier ist ein Schild. Donzu, das stimmt schon mal. Und wir klingeln mal. Sieht nicht so aus, als wäre jemand hier, aber guck mal, da steht auch Vacation Home Rental. Das ist ein Ferienhaus. Weißt du was, wir haben eine Telefonnummer. Ja. Lass uns dann ein Bild machen. Ich fotografiere das ab. Hier nichts mehr machen. Tim wählt gleich vor Ort die Telefonnummer. Kann er Litzer jetzt zumindest telefonisch erreichen? Doch niemand hebt ab. Und so nimmt die Suche erstmal ein anderes Ende als erhofft. Einige Tage später in Köln. Tim hat mir die Telefonnummer weitergeleitet. Daraufhin habe ich natürlich mehrfach versucht, jemanden zu erreichen. Ja, also ich habe unter der Telefonnummer tatsächlich eine Frau mit dem Namen Litzer erreicht. Sie spricht sogar etwas Deutsch. Jedenfalls so viel, dass ich ohne Zweifel herausbekommen konnte, dass es sich tatsächlich um die Pflegetochter von Edith und Gottlieb handelt. Ja. Ich habe jetzt alles in die Wege geleitet und sie nach Deutschland eingeladen. Und ich werde sie jetzt abholen. Habt ihr es gehört? Ja. Ich habe sie gefunden. Sie hat sich sofort ins Flugzeug und dann in den Zug gesetzt und sie ist nach Deutschland gekommen. Und dazu zeige ich euch was. Ja? Guck mal. Köln Hauptbahnhof. Ich bin etwas spät dran und muss mich beeilen. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Litza. Meine Damen und Herren am Gleis 4. Der Zug fährt schon wieder los, das heißt, sie müsste da sein. Da steht jemand alleine. Ich glaube, sie ist es. Ja, die geht auf mich zu. Hallo! Bist du Litza? Ja. Hallo! Da freue ich mich aber. Ja? Schön. Ich würde sagen, ich nehme dich gleich mit und dann reden wir ein bisschen. Bisschen Deutsch verstehst du noch? Ja, ich verstehe. Ich kann nicht so gut sprechen, aber ich verstehe. Boah, ich finde schon sehr gut. Alles klar, komm. Nur mit einer erwachsenen Frau. Ah ja. Hat sie doch uns nicht vergessen, Kind. Ja. Das Wichtigste ist erstmal, wir haben sie gefunden. Es geht ihr gut. Und sie ist nach Deutschland gekommen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir geredet. Ja, kannst du Griechisch? Ich habe einen Übersetzer dabei. Ach so. Jetzt musst du auch schnell den Vater, Papa, gucken. Genau. Okay. So geduldig. Der Opa ist sonst die Ruhe selbst. Ja, aber das ist ja normal. Ich, klar. Guck mal. Litza, du verstehst mich gut, aber du sprichst lieber in Griechisch, weil dir das ein bisschen einfacher fällt, so alles auszudrücken, ne? Ja, ich verstehe, aber ich kann nicht so gut sprechen und ich kann nicht alles verstehen. Okay. Du weißt ja jetzt, dass du hier bist, weil deine früheren Pflegeeltern Edith und Gottlieb nach dir suchen. Wie ist das für dich? Das ist für mich sehr emotional. Ich habe immer an sie gedacht. Ich habe mir oft Sorgen gemacht, ob es ihnen noch gut geht. Als ich von dir erfahren habe, dass sie mich suchen, habe ich mich riesig darüber gefreut. Wie ist es dazu gekommen, dass du eine ganze Zeit lang auch bei Edith und Gottlieb groß geworden bist? Meine Eltern waren Gastarbeiter, deshalb bin ich in Deutschland geboren. Da meine Eltern sehr viel arbeiten mussten, haben sie für mich eine Betreuung gesucht. So bin ich zu dieser wundervollen Familie gekommen. Sie waren wie Eltern für mich. Ich habe zu Edith Mama gesagt. Gottlieb habe ich Onkel genannt. Ja, und du bist Onkel. Das ist alles nur weiß.
Sie waren einfach großartig. Weißt du noch, wie es damals dann irgendwann zum Abschied von deinen Pflegeeltern kam? 1977 fuhr ich mit meinen Eltern nach Griechenland in den Urlaub. Dort angekommen, merkte die Familie, dass ich kein Griechisch sprach. Deshalb entschieden meine Eltern, dass ich in Griechenland bleiben soll. Ich blieb alleine bei meiner Tante in Griechenland. Ich konnte mich von keinem verabschieden. Als Kind muss man die Entscheidung der Eltern akzeptieren. Mich hat keiner gefragt. Es war sehr schwer für mich. Hast du Edith und Gottlieb vermisst in der Zeit? Ja, physikal. Natürlich. Edith und Gottlieb waren immer in meinen Gedanken. Ich habe sie nie vergessen. Wir hatten bis 1985 Briefkontakt. Ja, das stimmt. In diesem Jahr bin ich umgezogen. Sie hatten keine Möglichkeit mehr, mich zu erreichen. Ich hatte die Möglichkeit. Ich wusste, wo sie wohnen. Doch leider habe ich das nicht gemacht. Ich bereue dies zutiefst. Ich schäme mich, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ach, du hast es nicht. Litza, magst du mir ein bisschen über dein Leben heute erzählen? Ich hatte und habe ein tolles Leben. Ich lebe in Thessaloniki. Ich habe zwei gesunde Kinder und ein schönes Familienleben. Ich kann sagen, ich bin sehr glücklich. Meine Mutter lebt noch und wohnt bei uns in der Nähe. Mir geht es sehr gut. Du hast sicher gar nicht mehr so alte Bilder von den beiden so? Nein, ich habe keine Bilder. Sehr gut, jetzt sprichst du ein bisschen Deutsch. Dann würde ich dir gerne was zeigen. Ich habe dir ein Foto mitgebracht. Ja? So sehen sie heute aus. Oh. Oh. Oh, sie sind sehr schön. Ich würde sie am liebsten jetzt sofort in meine Arme schließen. Ich liebe sie wirklich sehr. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Meine liebe Mama und meine liebe Onkel. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß meine Freude ist, euch bald zu sehen. Ich habe euch nie vergessen. Ihr macht mich überglücklich. Ich danke euch, dass ihr mich gefunden habt. Ich liebe euch sehr, meine liebe Mama und meine liebe Onkel. Mir die Augen zu euch. Ach, Julia, ich weiß gar nicht, wie dir das dann gesagt. Ach, dass ihr euch so freut, das freut mich. Das ist das Wichtigste. Ich habe überlegt, so eine kleine vorschmarsonetische Frau. Habt ihr gehört, dass sie auch an euch immer gedacht hat? Ja. Und wie sie von euch spricht? Ja. Doch. Mama und Onkel. Ja, das hat sie nicht vergessen. Ich schätze mir auch, dass ich nach so vielen Jahren noch immer da drin bin. Heute spielen wir ja Wünsch dir was. Was wünscht ihr euch denn noch? Das muss es sehr kennen. Ja, das muss es sehr kennen. Ja, aber in Wirklichkeit sehr kennen. Gut, denn eure Litza, die wartet vor der Tür auf euch. Das kann doch nicht wahr sein. Die möchte euch unbedingt sehen. Oh, die ist da. Soll ich euch zu ihr bringen? Ja, bitte. Ja, freuen wir uns auch. Ja. Und wir freuen uns, wenn wir sie sehen. Gespannt warten Edith und Gottlieb auf die Heimkehr ihrer geliebten Pflegetochter. Seit über 40 Jahren haben sie Litza nicht mehr gesehen. Was für ein großer Moment. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt gleich da eure Litza um die Ecke. Ja? Ja. Ach, du weinst es nicht.
Ganz arg. Ich auch. Oh, meine liebe Mama. Ja, meine liebe Liza. Sehr schön. Wir sind Altbürger. Ich habe dich ganz, nicht vergessen. Ja, und wir nee, ja auch nicht. Nee. Ganz bestimmt nicht. Ihr Lieben. Ich freue mich so. Ja, komm seid ihr her, froh? Komm oh, her. Darf ich auch mitmachen? Ja. Das ist das oh, jetzt habt ihr eure Liza. Ja. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Ja, und mir dir weiterhin auch viel gute Arbeit. Dankeschön. Alles, alles Gute. Danke. Und wir bedanken uns nochmals herzlich. Was für ein wundervolles Wiedersehen. Liza erinnert sich noch so gut an ihre glückliche Kindheit bei Edith und Gottlieb. Und sofort stellt sich dieses Gefühl wieder ein, immer geliebt worden zu sein.